Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Crysis 2, diesmal der Part 2. Und jetzt geht's direkt los. Die Grafik in diesem Spiel ist natürlich absolut atemberaubend. Obwohl dieses Spiel nicht mehr das aktuellste ist, es ist dennoch in der absoluten Oberklasse, was die Grafik anbelangt. Mal schauen, ob die Story halten kann. Prophet? Hier ist Gold. Hören Sie mich, Mann? Jo. Prophet? Wer ist... Prophet? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Okay, das ist einfach nur... bombastisch. Wahnsinn. Es wird echt Zeit, dass ich das mal spiele. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Top. Na, schauen wir mal weiter. System Override. Systeme online. Taktischerweise gewährt eine verbesserte Schlachtfeldübersicht. Du kannst auf Waffen, Ausrüstung und taktische Möglichkeiten scannen. Die Suchfunktion des Weisers ermöglicht dir die Beobachtung aus sicherer Entfernung. Hören Sie, Prophet. Cell sucht in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Bahne dir einen Weg durch das Lager. Anscheinend ist die Munition diesmal aus Kisten. Ja gut. Tarnmodus ist noch nicht verfügbar. Okay. Können wir diesmal... Ja, jetzt können wir... Nein, können wir auch nicht. Wir müssen jetzt freischalten. Wow, okay, die brauchen einiges, um mal umzukippen. Dann nehmen wir mal die. Okay, scheint besser zu sein. Also ich kann es immer nur wieder sagen, diese Grafik, die ist echt unfassbar. Das Crytek uns immer herzaubert. Wahnsinn. System Override. Was war das? Die Stealth-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Tarnfeld aktiviert. Ah, okay. Mit E kann ich Tarnfeld aktivieren. Das ist praktisch. Entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzugenergie. Eins würde ich gerne wissen. Warum ist Locker so scharf auf diesen Typen im Anzug? Eine Menge andere Scheiße am Arsch, oder nicht?
Oh, das ist... Okay, keiner hat mich entdeckt. Sehr gut. Anscheinend muss ich auch Waffen und Munition nicht mehr mühsam mit F aufnehmen, so wie in Teil 1, sondern werden automatisch aufgesammelt. Das finde ich schon mal sehr gut. Oh, Stealth Kill, das ist natürlich auch noch. Das ist sehr stark. Oh, mit diesem Stealth Kill spart man sich natürlich einige Munition. Das ist sehr praktisch. Prophet, hätten Sie den Teil 1 auch schon haben. Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Verlasse das Castle über das Dach. Warum schaffe ich es nie zu spielen, ohne dass der Alarm ausgelöst wird? Unfassbar. Headshot. Ich versuche am Anfang so viel Munition wie möglich zu sparen, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Munition man am Ende noch braucht hier. Ich bin auch gespannt, wie die KI diesmal reagiert, denn in Teil 1 waren sie manchmal, hatten sie manchmal eine Art sechsten Sinn. Selbst wenn man getarnt war, haben sie einen entdeckt. Das wäre wohl zu einfach gewesen. So, wo ist jetzt der zweite? Hä?
sind überall Cell. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich! Bewahren Sie beim Alarmton Ruhe. Sie werden zur sofortigen Behandlung in einen separaten Bereich gebracht. So viel zur Eindämmung, arme Schweine. Ja. Die E-Mail-Jungs hatten nie eine Chance. Haben Sie die Leitung? Tarnfeld aktiviert. Nähere dich unbemerkt Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Also, wie sicher ist Ihr Zuhause bei einem Erdbeben? Sie halten das vielleicht für eine seltsame Frage. Also dieser Stealth-Kill, der ist wirklich cool. Ich glaube, das werde ich öfter anwenden. Probieren wir es gleich nochmal. In den letzten 3 Jahren Rauchgegenden, in denen man eine ernsthafte Bedrohung durch Erdbeben bis zum möglich hielt. Aus dem Staat New York berichtet, die Bewohner des Staates New York leben seit Strike. Erstsäuberung abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Warnung. Brennschadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Brich die Sicherheitstüren auf. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die SAP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn, das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Finde den Eingang zur U-Bahn. Warum mit der Brechstange durch die Wand? Man könnte hier auch genauso gut Tarnung nehmen, aber gut. Ich glaube, ich bin eher so der Tarner. Stehe nicht so auf die Ballere. Nehmen wir das mal. Maximale
Okay, das war's mit unserem zweiten Part. Und bald geht's weiter mit dem dritten. Bis dann.